Pferde gehen Richtung Startmarke. Ganz links Hainun, ganz rechts im Dress von, mit Xavier Bouve im gelb-blau-weißen Dress Gado de la Vie. Das Feld formiert sich. Und das ist der Start zum siebten Rennen Raststätte Heidiland Trophy. In der Mitte der Bahn hat Be Cool Depp einen schnellen Start vorgelegt. Innen ist es Hainun, der in der Regel nicht gerne an der Spitze geht. An dritter Stelle außen Harper Seabrook, gefolgt von Disvi Brumaire mit Gado de la Vie an fünfter, sechster Stelle. Und am Schluss des Feldes Domingo Bello. Be Cool Depp übernimmt jetzt alleine die Spitze in gemächlichem Tempo. An zweiter Position ist es Hainun, außen begleitet von Harper Seabrook. Dann im Rücken von Harper Seabrook lauert Gado de la Vie, der Favorit. Dann Domingo Bello und innen auf der innersten Spur, auf dem kürzeren Weg, aber vielleicht einem etwas kaputteren Boden, die Nummer 2, Domingo Bello. Zum ersten Mal in die Gegenseite mit Be Cool Depp in Front. An zweiter Position innen, jetzt auf dem kürzeren Weg Domingo Bello. Dritter ist Hainun, der gerne schneller gehen möchte, als Adrian Burger zulässt. Außen daneben dann Harper Seabrook, am Schluss des Feldes Gado de la Vie zusammen mit Disvi Brumaire. Heiner Bracher hat die Spitze, innen mit Be Cool Depp, innen begleitet von Manuela Scheidecker mit Domingo Bello. Dann folgt Adrian Burger im Selkie von Hainun mit außen André Humbert und Harper Seabrook. Am Schluss des Feldes das Duo mit Sylvain Krüsi, Disvi Brumaire, innen außen Xavier Bouve mit Gado de la Vie. Durch den Janinzer Bogen mit Be Cool Depp in Front. Dahinter fällt jetzt Domingo Bello deutlich zurück. Und zwar relativ abrupt. Im Rücken von Be Cool Depp lauert unverändert Hainun auf die zweite von drei Tribünenpassagen. Außer Manuela Scheidecker geht das Feld jetzt deutlich weiter außen, sucht dort den besseren Boden. Eine Runde vor Schluss mit Be Cool Depp in Front. In seinem Rücken ist es Hainun. Außen Harper Seabrook, im Rücken von Hainun lauert die Nummer 4, das ist Disvi Brumaire. Und Gado de la Vie, der Favorit, immer noch an letzter Stelle. Innen auf dem kürzeren Weg versucht Domingo Bello jetzt wieder zur Spitze aufzuschließen. Durch den Mainfelder Bogen zum letzten Mal mit Domingo Bello, der wieder aufschließt, der innen durch. Heiner Bracher schaut sich nach rechts, die Gegner sind aber vor allem hinter ihm. Hainun, der einigen Vorwärtsdrang hier hat, an zweiter Position. Außen Harper Seabrook, dann Disvi Brumaire und Xavier Bouve wartet noch mit dem Angriff von Gado de la Vie. Und in dem Moment greift er an. Gado de la Vie außen herum, vorne ist aber Be Cool Depp, innen lauert Hainun, außen kommt Gado de la Vie. Wie aus einem Guss jetzt, Gado de la Vie mit Be Cool Depp. Harper Seabrook fällt zurück, an dritter Stelle ist Hainun. Harper Seabrook ist Vierter, Disvi Brumaire Fünfter und Domingo Bello an letzter Position. Vorne das Duell mit Be Cool Depp und Gado de la Vie. Hainun kann da nicht ganz mithalten für den Moment, kommt vielleicht später nochmal auf Touren. Aber vorne ist Be Cool Depp zusammen mit Gado de la Vie. Be Cool Depp innen, Gado de la Vie außen. Hainun versucht innen anzugreifen, da ist der Boden aber schlechter. Vorne ist der Be Cool Depp mit Gado de la Vie. Be Cool Depp innen, Gado de la Vie kommt. Be Cool Depp mit Gado de la Vie. Be Cool Depp. Letztes Jahr ist er kurz vor dem Ziel angesprungen. Diesmal lässt er sich das nicht nehmen, Heiner Bracher. Mit Be Cool Depp, der lockere, der leichte, der souveräne Sieg von Be Cool Depp. Auf dem zweiten Platz Gado de la Vie, Dritter wird Hainun, Vierter Disvi Brumaire, dann folgt Harper Seabrook und ganz innen, konsequent innen geblieben die ganze Zeit. Domingo Bello kommt als Sechster deutlich hinter den anderen ins Ziel. Der Sieger aber, der heißt Be Cool Depp, mit Heiner Bracher, seinem Trainer für den Stall Melina.